Wir melden uns mal wieder aus dem Wochenende zurück und ja, wie bereits angekündigt, haben wir dieses Schmuckstück, diesen Saab 96 vor 2 Wochen aus dem sehr, sehr langen Winterschlaf wieder aufgeweckt. Und ja, dieser 96er stand mehrere Jahre jetzt in einer Halle und wurde eigentlich mehr oder weniger nicht bewegt. Es handelt sich um einen 96er aus dem Baujahr 80, also einer der letzten. Hat ja hier und da einige Veränderungen, die wir gerne einmal euch zeigen wollen, beziehungsweise unser primäres Ziel ist hier erstmal, dass wir das Auto wieder alltagstauglich hinbekommen, sodass wir an der einen oder anderen Oldtimer-Veranstaltung teilnehmen können. Im Juli wird das Dieselwetter in Österreich sein und später dann im Herbst wird noch eine Teilnahme bei der ADAC Landpartie stattfinden. Ansonsten sieht man schon optisch, gibt es einige Sachen, die verändert wurden. Zum einen hinten der Kotflügel, der farblich anders angepasst wurde. Wir haben die Stoßfänger hinten als auch vorne demontiert, beziehungsweise diese wurden damals demontiert. Das Auto wurde auch direkt nach der Auslieferung 1980, beziehungsweise was heißt Auslieferung, als es geliefert wurde, dementsprechend optisch umgebaut. Genauso hier vorne die Stoßfänger wurden demontiert. Hier sieht man auch, dass rallye-typisch ein paar andere Leuchten, die sogenannten Civis, montiert wurden. Und ja, darüber hinaus waren anfangs andere Felgen montiert, nicht die Mini-Light-Felgen. Es waren hier Stahlfelgen, die aufgeschweißt wurden in 6,5 Zoll Breite. Diese haben wir jetzt erstmal nicht mehr montiert. Problematisch waren diesen Felgen, dass diese mit den Kotflügeln nicht übereinpassen, beziehungsweise nicht korrekt passen, sodass diese Kontakt haben. Hier sieht man schon, dass Rost hochkommt. Das ist jetzt auch unser Plan, dass wir die Stellen neu lackieren, das heißt die beiden Kotflügel hinten, Kotflügel vorne haben auch ein paar Stellen, wo ein bisschen Rost hochkommt. Die werden wir gleich auch mit lackieren. Beispielsweise hier. Und die Motorhaube hat auch ein paar Steinschläge. Das ist erstmal der Plan für die optische Geschichte. Ansonsten möchten wir optisch dabei bleiben. Ein aufstellbares Glasdach wurde verbaut. Nochmal zur Front zu sagen, die Scheinwerferreinigungsanlage wurde auch demontiert. Genauso wurde der Kühlmittelbehälter von dort bzw. von dort nach hier verlegt, sodass wir hier auch eine bessere Gewichtsverteilung haben. So, ansonsten war mit in diesem Paket enthalten ein Weber-Vergaser, der ist leider zurzeit nicht verbaut. Der originale Sodex-Vergaser ist hier noch drauf, genauso wie andere Nockenwellen. Diese Nockenwellen sind leider auch nicht verbaut. Dafür muss der Motor ja relativ weit oder stark geöffnet werden. Das haben wir jetzt noch vor. Nochmal die Zündanlage. Ansonsten sieht es so aus, dass der Ölkühler leider auch zurzeit nicht verbaut ist. Den werden wir wieder montieren. Ja, ansonsten wahrscheinlich auch noch einen elektrischen Kühlerlüfter, damit einfach die ganze Thermik im Motorraum verbessert wird und Stauwärme besser abgeführt wird. Ja, ansonsten sieht es so aus, dass wir hier ein sehr wenig gefahrenes Auto vor uns haben. Es hat insgesamt eine Laufleistung von 40.000 oder 41.500 Kilometer. Hier sehen wir nochmal das Glasdach, was ja, eine sehr schöne Geschichte ist, einfach um den Innenraum ein bisschen
freundlicher zu gestalten. Das Auto wurde innen komplett als Clubsport ausgebaut, das heißt, Schalensitze wurden verbaut. Die Batterie ist hier unter der Rücksitzbank verbaut. Dadurch hat man eine deutlich bessere Gewichtsverteilung hier im Auto. Moment, so, jetzt aber wieder scharf. Und allgemein durch diese komplette Clubsport. Und durch diesen Clubsportausbau haben wir ein besseres Leistungsgewicht erhalten. Die Schalensitze müssen wir leider austauschen bzw. aufpolstern lassen. Da wissen wir noch nicht genau, was getan wird, weil diese leider aufgrund der Jahre komplett vom Polster her aufgelöst sind. Genau, das ist auch ein Teil, den wir mitmachen müssen. Ansonsten, weil er so lange stand, müssen sämtliche Flüssigkeiten erneuert werden. Wasserschläuche werden neu gemacht an der Bremse. Die Dichtung von den Bremssätteln müssen erneuert werden. Die Bremsschläuche werden erneuert. Eine neue Abgasanlage kommt auch runter. Eine Sportabgasanlage, die haben wir noch von früher. Die wird verbaut, weil die alte leider schon recht stark gerostet ist. Hier zum Beispiel den Griff. Da platzt überall die Farbe ab. Der wird einmal neu gepulvert. Die Heckklappe lassen wir vermutlich auch mit lackieren, um einmal die Löcher hier zu verschließen. Und ansonsten werden einige optische Sachen auch aufgebessert, wie bereits erwähnt, neue Reifen. Bei den Felgen wissen wir noch nicht, ob wir bei den Mini-Light-Felgen bleiben oder aber eine Kotflügelverbreiterung vornehmen und dann die breiter geschweißten Stahlfelgen montieren. Das werden wir einfach noch prüfen, inwieweit wir da sozusagen den Eingriff vornehmen. Ein Außenspiegel soll auch wieder montiert werden, zwecks Übersichtlichkeit. Ja, und ansonsten ist unser Plan, euch einfach mal so ein bisschen mitzunehmen auf der Reise, wo wir das Auto sozusagen wieder für die nächste Saison herrichten, und würden uns freuen, wenn ihr auch ein bisschen Gefallen daran habt. Und ja, in diesem Sinne einen schönen Wochenstart und wir hören uns bald.